Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster, dem Karrieremodus, meine lieben Freunde. Wir stecken hier immer noch fest bei Achterbahn im Untergrund oder wie dieses Szenario auch immer noch heißt. Achterbahn ist noch in weiter Ferne und weiterhin sind wir dran, irgendwie Geld zu scheffeln. Und in der letzten Folge haben wir ja hier unsere Rafting-Anlage eröffnet und die ist ganz gut angekommen. Also die Leute strömen drauf, das ist schon mal gut. Gucken wir mal gerade, ja, ist auf 100%, also was hier das Theming angeht, das Warten ist ziemlich schnell vorbei. Vielleicht kann man hier mal sagen, machen wir mal die 9. Vielleicht kriegen wir die 9 noch hin. 10 hatten wir ja schon ausprobiert, ist keiner mehr draufgegangen. So, hier ist aber dafür jetzt gar nichts mehr los, hier unten. Hier ist gähnende Leere, es ist einfach so, dass auch zu wenig Leute im Park sind, dafür, dass jetzt so viele hier in diesem Bereich sowohl anstehen als auch fahren. Wir hatten das ja schon ausgerechnet, es sind einige hundert Leute, die da einfach quasi verschwinden. Jetzt wartet hier keiner mehr auf Loopy. Das heißt, wir müssen Loopy vielleicht doch nochmal billiger machen. Testen wir es mal so. Weil das sollte schon voll werden, das Geschäft. Sonst haben wir da gar keine Einnahmen. Und Loopy ist auf jeden Fall im Plus. Ist auf jeden Fall im Plus. Momentan geht es natürlich runter, wenn hier keine Leute reinkommen. Und man muss natürlich auch irgendwann darüber nachdenken, Loopy einzureißen. Immer noch mal gerade Prestige. Ja, es ist aber eigentlich noch eine etablierte Attraktion. Also das, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist jetzt noch nicht so tragisch. Gut. Ja, wir müssen weiterhin Geld scheffeln. Was sind denn die folgenden Sachen eigentlich jetzt? Ach, schon wieder Erbrochenes. Das ist nervig. Guck nochmal das Personal an. Sind die soweit alle soweit happy? Ja, das sieht eigentlich ganz okay aus. Selbst haben wir noch Shop Mitarbeiter, die weniger als das hier verdienen? Nee. Kriegen alle 175. Haben alle eine Gehaltserhöhung bekommen. Und die Intensität, die Work-Intensität von den Pflegekräften ist doch auch normal. Pflegekräfte vor allen Dingen. Also von meinen lieben Kehrmännchen. Der Park, ja, mehrere Diebstähle gemeldet. Das ist doch gut. Ey, es werden immer weniger Leute gerade irgendwie. Was ist da los? Oh, dieser blöde Kringel, ne? Hätte ich auch schon keinen Bock, in diesen Park zu gehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, momentan sieht es nicht so gut aus. Muss man ganz klar sagen. Wir zahlen aber, glaube ich, auch maximal viel an den Krediten gerade zurück, richtig? Wo sind sie denn? Da. Ja, tun wir. Und es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Und dann haben wir quasi 7000 zur Verfügung, die wir hoffentlich gut anlegen werden. Denn wenn das hier wegfällt alles, dann ist das schon, wird das schon ganz gut, glaube ich. 7000 für eine Achterbahn. Was haben wir nochmal für Achterbahnen zur Verfügung? Gucken wir nochmal gerade. Ah, jetzt müssen wir hier wieder filtern, ne? Hauptspiel. Ja. Ist natürlich tatsächlich die Frage, was ist da das Billigste? Das hier fällt auf jeden Fall weg. Mega teuer. Das hier ist natürlich insofern vielleicht ganz gut, weil es wenig Schiene ist. Es ist natürlich teuer, das Launch-Ding zu bauen. Aber letztlich ist es dann wenig Schiene. Das ist Blödsinn. Dann haben wir hier den Anubis. Keine Inversionen, Kettenlift für jedes Alter. Was ist denn der Anubis? Normale Stahlattraktion? Was ist der Anubis? Gibt es da vorgefertigte? Das ist auch wieder so blöd. Das finde ich bei Architect irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Downforce, hohe Drehung. Das hier ist doch so ein Abschussachterbahn, ne? Downforce. Kostet 13.000 in dem Fall. Sowas meine ich, ne? Das geht schon eigentlich vom Preis her. Wir könnten es ja noch billiger machen. Habe ich Hauptspiel eingestellt hier? Quelle Frontier müsste es ja dann sein. Und Hauptspiel. Das sind ja, müssten jetzt die einzigen eigentlich sein. Was ist das für eine? Das ist die, ne? Die Anubis-Achterbahn-Dingsbums. Ja, alle extrem teuer. Muss man so sagen, ne? Hier geht auch keiner mehr drauf, irgendwie. Dabei wollen sie, also sie sagen nicht, dass es zu teuer ist. Ist hier mal wieder jemand draufgegangen?
Sieht irgendwie nicht danach aus. Verdammte Scheiße. 20 jetzt, komm. Ah, warten drin. Es sind aber auch viel zu wenig Leute drin. 55 ist so das Minimum für diesen Park. Viel zu wenig. Freunde. Es läuft natürlich stetig ein Kommen und ein Gehen, aber sieht jetzt gerade nicht danach aus, dass es jetzt großartig nach oben geht. Das Ganze. Naja, wir müssen mal die Zeit schneller machen. Wir müssen die Kredite jetzt mal zurückgezahlt haben und dann gucken wir mal weiter. Ja. Also hier was Vorgefertigtes können wir uns sowieso nicht leisten. Das heißt, wir müssen gucken, was wir denn damit machen. Aber hier ist da kein Looping Bike. Nee, scheint tatsächlich so zu sein. Das ist so eine Mega-Achterbahn halt. Gut. Wir müssen doch auch, glaube ich, sogar... Mal gerade langsamer. Wir müssen doch, glaube ich, sogar auch was entwickeln. 6 Spaß, 5 Nervenkitzel, Mindestlänge 600 Meter. Verdammte Scheiße. Das heißt, sowas hier fällt doch bestimmt weg. Wie lang ist die denn? Sieht man das? Boah, wie lang ist es? 600 Meter. Das ist deutlich weniger. Das kannst du ja vergessen. Gibt es hier mehrere Details? Nö. Also das kann man vergessen. Das würde jetzt den Anforderungen entsprechen. Bis auf die Mindestlänge tatsächlich. 600 Meter. Mindestens 6 Spaß. Das ist schwierig. Mit welcher Achterbahn soll man das tun? Oh. Leute, ey. Da müssen wir vielleicht auch nochmal forschen. Ohne Forschung wird man da wahrscheinlich nicht weiterkommen. Man bräuchte halt, wobei es könnte mit diesem Ding hier gehen. Wobei es natürlich besser ist, es könnte auch hier mitgehen tatsächlich, mit dem Launched. Ich glaube damit sogar am ehesten. Lift. Mit dem Launched Coaster ist es glaube ich am ehesten möglich. Da können wir launchen und dann einfach hoch, runter, 600 Meter lang. Das haben wir ja schon in diesem einen Szenario geübt, wie wir da ordentlich Spaß rausholen. Die Leute stehen auf Airtime. Aber gut, wir müssen jetzt eh erstmal an Geld kommen. Mit 7000 kriegen wir auch noch keinen kompletten Coaster hin. Jedenfalls keinen, der 600 Meter lang ist. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Geld machen. Noch mehr Geld machen. Hier haben wir ja alles gebaut, oder? Bis aufs Riesenrad. Kettenkarussell haben wir noch nicht, stimmt. Und den hier haben wir auch noch nicht. Kettenkarussell könnte ich mir vorstellen, dass das noch gut ankommen wird. Hier wird es jetzt auch leerer. Das liegt aber auch schlichtweg daran, dass... oder sagen die Leute jetzt auch, dass... Nö. Dass es einfach leerer wird in diesem Park. Aber wir bleiben zumindest hier auf ungefähr einem Niveau. Also machen jetzt nicht unbedingt krass Minus. Aber guckt euch das mal an. Wir machen dadurch durch die Läden fast genauso viel wie durch Eintrittskarten. Das ist das Krasse. Ist denn jetzt schon wieder alles kaputt? Der Cube ist schon wieder kaputt. Ah, die Kredite, Leute. Die Kredite. Wenn die abbezahlt sind... Ach, sie sind abbezahlt. Sehr gut. Das heißt, jetzt haben wir erstmal nicht mehr so viel Minus im Monat. Wir geben eigentlich gar nichts aus. Nur für Personal. Und denen geht es soweit eigentlich ganz gut. Sagen die Leute denn irgendwie, dass ihnen was fehlt? Sonst könnten wir vielleicht noch mehr Shops machen. Aber ich glaube nicht. Nee, eigentlich nicht. Attraktionen und Läden gucken wir uns gerade mal an. Das ist ein technisches Problem bei QB. Aber ansonsten... Sieht das auf jeden Fall bei den Attraktionen... Lubi, ja gut, da müssen wir jetzt gucken, dass da mehr Leute drauf gehen. Der Heiler ist momentan auch nicht ganz so beliebt. Die Shops. Da ist Street Fox Coffee. Der Automat macht gut Geld. Street Fox Coffee 19 und Monsieur Fritz... Also hier am Eingang die beiden machen momentan jetzt nicht so viel Plus. Da haben sie Durst. Wir sagen jedenfalls nicht so viel. Street Fox Coffee, haben wir einen von, ne? Soll ich da die Preise vielleicht nochmal anheben?
Stimmt's das? Also hier sind... Das liegt aber auch einfach, glaube ich, daran, dass einfach nicht so viele Leute im Park sind. Hier am Eingang. So, wir machen jetzt mal ein bisschen Plus. Ich will jetzt mal ein bisschen Plus machen. Vielleicht noch ein bisschen ins Personal stecken. Die noch mal ein bisschen verbessern. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man Personal verbessert, tatsächlich. Wir haben jetzt zwei Sicherheitskräfte und der eine verdient nur... So, machen wir das mal so. Die sind aber auch recht teuer abzugraden. Aber das sollte ja eigentlich... Sollte das ja passen. Mohamed Lock. Wartet auf Kunden, bedient Kunden. Der ist wahrscheinlich... Nee, ist Monsieur Fritz. Wobei doch, das ist am Anfang. Er ist nicht so glücklich. Es liegt das an der Arbeitskraft, an der Arbeitslast, dass sie nur gering ist? Oder woran liegt es? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt ist aber hier Bamba, Ramba, Damba, Bamba. Jetzt ist aber hier voll. Beim Loopy. Es sind noch wieder 50 Leute mehr drin im Park, immerhin. Das macht sich auch direkt bemerkbar. 50 Leute mehr ist ganz gut. Hier ist momentan guter Durchfluss. Ja, jetzt überlege ich... Weil die Werbemaßnahmen haben jetzt auch nicht so viele Leute angelockt irgendwie. Hier sieht es gerade aus, als würden mehr gehen als kommen. Ah, Freunde, es ist schwer. Wir haben 7000. Mit 7000 kriegen wir halt keine Achterbahn hin. Es ist einfach so. Sollen wir eine Forschung anwerfen, noch eine Achterbahn entwickeln? Aber was kommt dann? Extrem flexibel. Das kann auch eine Achterbahn sein, die einfach mega teuer ist von den Stücken her. Nee, ich glaube, wir entwickeln keine. Ich glaube, wir versuchen das mit dem Hydraulischen. Ich glaube, wir versuchen das mit dem Hydraulischen, mit ihm hier. Wir müssen da einfach nur die 600 Meter irgendwie hinkriegen. Das ist das große Ziel. Aber da müsste man messen, wie lang denn 600 Meter ungefähr sind. Sonst müssen wir dann immer zu Ende bauen, gucken, wie lang ist er. Ah, wo kann man das denn messen? Gibt es eine Anzeige dafür, wie lang man gerade ist? Weiß es nicht. Aber generell haben wir mal jetzt 1000 Dollar im Konto hier. Das ist doch mal gar nicht so schlecht. Sind auf jeden Fall jetzt wieder ein paar Leute mehr im Park. Die sind auch alle zufrieden soweit, ne? Das muss man auch sagen. Also die sind jetzt nicht irgendwie unzufrieden. Also es ist sauber, es ist sicher. Die Attraktionen sind auch relativ sicher im Sinne von, die haben nicht viele Zwischenfälle. Ja. Den Heiler vielleicht nochmal auf 10,50 runter. Gehen jetzt nicht so viele drauf derzeit. Sind alle im Heiler drin und dann hat ein technisches Problem. Jetzt gibt es wieder schön Minus. Geht mal in Cube. Wenigstens hat er sich rentiert. Das Ding hier hat sich sowieso rentiert. Das ist richtig krass. Er ist schon auf plus 6000. Der hier ist auch krass. Plus 10.000. Und er hier ist er schon... Oh, der ist auch schon im Plus. Alter Schwede, nasses Platschding. Hat sich auf jeden Fall richtig gut rentiert. Sehr gut. Ich warte jetzt auf die 3000 für die Basis. Dann haben wir das teuerste Teil schon mal gekauft. Das Launched Coaster. Ich würde sagen, wir machen den... Uppala. Hier
drauf. Kann ich das abreißen hier? Nee, ist gesperrt. Verdammt. Egal, machen wir trotzdem hier drauf. Aber das halt da drunter. Weil hier ist am meisten Platz. Wir machen das... Wir machen den... Hier. So. Und so ein Kringel machen wir. Nur mal gucken. Ach, scheiße, Lupi hat ein Problem. Aber wir haben auf jeden Fall ganz gut Plus gemacht in diesem Monat. Nehmen wir mal nicht so viel ausgeben. Lupi wurde wieder repariert. Gehen die Leute drauf. Einer. 500 Leute im Park, das ist gut. Ja, ein paar gehen auf Lupi wieder. Ja, geht, sieht gut aus. So, wann haben wir die 3000, Freunde? Es nähert sich. Sollen wir gerade aufs Personal gucken? Das mit dem steht und fällt alles. Aber soweit sehe ich es ganz gut aus. Die Shops sind die einzigen, die jetzt irgendwie nicht ganz zufrieden sind. Aber okay, wir haben die 3000. Freunde, wir machen mal langsam. Jetzt haben wir insgesamt 10.000. Damit kommen wir nicht hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber egal, wir versuchen es. Also, ich wollte das... Das ist blöd mit diesem blöden Berg hier. Jetzt kann man nur sagen, wir machen das Ganze einfach höher. Quasi so. Und wir müssen das mal andersrum machen. Na, wobei. Nee, das ist doch so rummachen. Weil er soll ja hier lang gehen wieder. Und jetzt muss man da wieder rumdödeln. Ja, da muss man mit den Wegen halt hier gucken, dass wir das da anbinden. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Jetzt müssen wir es so drehen, dass der einigermaßen freie Bahn hat. So. Okay. Leute, wir haben das teuerste Teil gebaut. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie lang? Wo kann man sehen, wie lang man ist? Kann man das irgendwo sehen? Man kann Höhenmarkierungen machen, relativ zum Terrain. Aber man sieht halt nicht, wie lang wir sind. Doch hier vielleicht, bei Ergebnissen, wenn er testet, kann man das sehen? Ich weiß nicht. So, alleine hier das... Oh, du Kacke, das kostet 1600. Ein scheiß Launchteil. Hydraulischer Abschuss. Oh wei. Na, das ist schon mal sehr teuer. Dann gibt es hier so Kurven, aber sonst gibt es hier nicht so viel, ne? Nee. Das ist natürlich teuer, Freunde. Jetzt natürlich die Frage, ob wir den Kredit jetzt aufnehmen oder zum Vollenden der Bahn. Der Nachteil ist, wenn wir ihn jetzt aufnehmen, haben wir wieder monatliche Kosten, den zurückzuzahlen. Natürlich können wir die minimieren, aber wir haben diese Kosten. Und wenn wir ihn nicht aufnehmen, kriegen wir monatlich einfach mehr Geld. Macht eigentlich Sinn, das Teil versuchen, so lange wie möglich so zu bauen. Was kostet denn normale Strecke? Das ist doch... Ja, das kostet nicht so viel. Wir versuchen jetzt mal... Das ist egal, glaube ich. Ne, das kostet 100 weniger, 100 mehr. Das ist vollkommen egal. Wir machen jetzt mal das längste Teil. Und Zielgeschwindigkeit, keine Ahnung. Startverzögerung, 2 Sekunden. Beschleunigung, 19. Rückholgeschwindigkeit. Ach so, das Ding da, oder? So. Machen wir es erstmal so. 514. Ich hoffe, das bleibt jetzt so ungefähr bei 500 Leuten hier im Park, die sich hier vergnügen. So, versuchen wir den noch hier zu bauen. Ich glaube, mehr kriegen wir in dieser Folge nicht hin. Aber hey, wir haben 5000 verbaut in einer Folge, ohne dass wir einen Kredit aufgenommen haben. Das ist schon mal nicht so schlecht. Kann man das... Ja, leider steht hier nichts. Von der Länge da, bei der Länge steht nichts, so eine blöde Kacke. Ja, hier steht auch nicht bei sowas. 20 Meter. Das sind 20 Meter. Oh wei, oh wei, oh wei, Leute. Das wird übel. Wenn das wirklich 20 Meter sind.
Wenn das wirklich 20 Meter sind, dann gnade uns Gott, ey, dann wird's. Wir lassen den noch 20. Also sind 5 solche Abschnitte, sind 100 Meter, richtig? Und wir brauchen 600 Meter. Das heißt 30 Abschnitte quasi. 30 Abschnitte, das heißt, wir müssen in der Theorie 10 nach hier und dann noch 5 nach hier. Nehmen wir ein bisschen was weg von den Kurven und wir können den zweiten bauen. Sehr gut. Wie viele brauchen wir? Was meint er? 3? Auf wie viel km/h kommt der jetzt? Er ist schon auf 113, auf maximal 113. Eins müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Da müssten wir eigentlich schnell genug sein, um diesen Fun-Faktor zu generieren, oder? Hoffe ich. Ach, Leute. Naja, gut. Jetzt ist die Folge erstmal zu Ende. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge hier weiterkommen. Das wäre ganz schön. Es sieht zumindest einigermaßen gut aus. Verhalten gesprochen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei Achterbahn mit Tiefgang oder wie dieses Szenario heißt. Und dann geht's weiter. Ich freue mich auf euch und sage Tschüss. Macht es gut. Euer Brilli.